Ja, und da sind wir wieder zurück hier in Skyland. Es geht eigentlich auch schon direkt weiter bei ihm hier, glaube ich. Sieht aus, als würden wir Buzz an einem Ort namens Chompyberg treffen. Ah, genau, zum Spannend. Chompyberg wollten wir. Also die Sache mit dem Chompyberg. Wegen diesem Buzz bin ich mir noch nicht sicher. Egal. Bist du soweit? Natürlich sind wir soweit. Okay, brechen wir zum Chompyberg auf. Und wo wir schon mal dabei sind, kann ich dir mehr über meine fantastischen Pilotenfähigkeiten erzählen. Na, mach das. Natürlich könntest du sie dir auch aus erster Hand ansehen, aber es klingt noch besser, wenn ich sie beschreibe. So ein selbstverliebtes Arschloch. So, der Chompyberg. Da scheint es auf jeden Fall noch ein paar Wald. Warte mal, da war Das doch, glaube ist ich, auch einer bestimmt von der diesen. Chompyberg da drüben. Von denen sein Du komisches bist der Team da. Superbösewicht und mein Mitenchilada-Fan der Chompy-Mage. Wusstest du, dass ich auch mal einen Berg hatte? Mount Flynnmore hieß der. Der Ah, bestand aber ja. komplett aus Du hattest also mal einen Kuchen. Berg. Und nach dem ersten Regenguss, husch, da war einfach weg. Ah, hätte ich das doch nur vorher gewusst. Dann hätte ich noch viel mehr davon gegessen. Egal, ich glaube, ich sehe was. Viel Glück, Skylander. Und wenn du rausfindest, dass auch der Chompyberg aus Kuchen ist, dann lass es mich wissen. Na dann, wir sind am Fuße des Berges. Können wir bestimmt wieder einiges zerschmettern. Ach da, noch eine Münze, so. Ein Fragezeichen. So, was hast du denn nun auf dem Herzen? Leicht irritierte Schafe. Hey, du weißt nicht zufällig, wo Sheep Creep ist, oder? Doch. Er ist das tapferste Schaf von allen. Das aus den Legenden, das schließlich seine Art in den Sieg über die Unterdrückung durch die Büffel führt. Ups, da habe ich den Mund wohl zu voll genommen. Vergiss alles, was du gehört hast. Aber wenn du Sheep Creep siehst, sag ihm, er soll vorbeikommen. Dann stecken wir mal den Hammer hier rein. Oh. Sheep Creep. Ja, du mich auch. Sheep Creep, schön dich zu sehen, Kumpel. Ich fürchte, ich habe unschöne Neuigkeiten. Die Büffel sind auf eure alten Weiden marschiert und weigern sich zu gehen. Hast du genug Mumm, um die anderen Schafe zum Sieg zu führen und die lästigen Büffel zu vertreiben? Wirst du dein Schicksal erfüllen? Na, natürlich wird er das. Er ist doch nicht umsonst, Sheep Creep. Siehst du? Die Büffel haben Außenposten auf der ganzen Weide. Aber mit gezielten Schüssen Oh auf die nein. Felsen, auf denen sie stehen, können wir sie besiegen. Das Problem ist nur, wir haben nichts zum Das ist jetzt Beschützen. sowas wie Angry Birds? Da kommt dein Mut ins Spiel. Weißt du, ich habe mir gedacht, wir könnten, dich mit diesem Katapult abfeuern. Es ist nur ein bisschen gefährlich und Ja, bitte auch Spaß. Es ist nur ein bisschen gefährlich. Ein Karussell. Oder so. 3, 2, 1. Zum Laden der Kraftzentrale lass X. Feuern los. Oh. Weit verfehlt. Okay, wir dürfen es nicht so. Glatter Durchschuss. Weit verfehlt. Na gut. Toller Schuss. Warte. Na gut, wir haben was getroffen. Okay, Scheiße. Scheiße. Oh, knapp daneben. Naja, wenigstens zwei. So. Toller Schuss. Oh, das fällt. Aber wir haben es doch, glaube ich, geschafft, oder? Weit verfehlt. Ja. Oh.
Zwei auf einem. Sehr schön. Also, oh Gott. Nein! Ganz knapp drüber. Na, so weit war das nicht. Ah, sehr schön. Gut gemacht, Chief Creep. Du hast die Büffel von diesem Land vertrieben und den Schafen die Freiheit geschenkt. Das ist also wieder ein richtiger Held. Ja, das war eine schöne Runde Angry Sheeps. Das ist zwar die größte Belohnung für ein Schaf, aber das ist auch nicht schlecht, oder? Lebe wohl, Sheep Creep. Ich werde über deine heutigen Heldentaten schreiben. Was da passiert? Cool. Na dann. Wir haben Sheep Creeps Pelz wieder reingewaschen. Auch wenn er jetzt auf einmal ein dunkles Fell hat. Das Dauerfeuer ist auch nicht schlecht. So, was haben wir denn noch? So. Ja, wir könnten eigentlich auch wieder wechseln. So, bis zurück. Willkommen, Skylander. Ich habe ein Team Mabu-Arbeiter zusammengestellt, die die Brücken reparieren, damit wir den Berg belagern können. Das Problem ist nur, dass ich in solchen Situationen immer ziemlich energisch klinge und sie mit meinem Tonfall verjagt habe. Du musst hinter ihnen her, Skylander. Überzeuge sie, dass wir was zu tun haben und sie sich nicht in Häusern verstecken dürfen. Das können sie später noch machen. Ach, gib Ruhe, Schaf. Hey! Okay, ich gebe es zu. Ich hatte wirklich total Angst und verstecke mich. Verklag mich doch. Aber jetzt, wo du hier bist, überlege ich so langsam, ob ich dir da draußen nicht doch helfen soll. Denk an deinen Hut, Snuckles. Mut. Okay, ich bin dabei. Na siehste. So, hier holen wir uns auch noch schnell eine Portion Münzen ab. Na los. Also, geht doch. Hier ist aber allgemein ziemlich viel zu holen. So, kann man alles gebrauchen. Das geht bloß nicht kaputt. Na gut. Wir haben soweit alles. Was liegt denn hier eigentlich? Gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch zwei von den kleinen Kerlen finden. So. Ich habe keine Angst oder so, Skylander. Ich habe mich nur in dieser Zelle hier eingesperrt. Ach so. Wozu hat ein normales Haus überhaupt eine Gefängniszelle? Aber wenn du diese Tür hier aufsprengen kannst, dann helfe ich dir. Versprochen. Alles klar. Vielen Dank, Skylander. Und jetzt an die Arbeit. Gib Ruhe, Schaf. Kann man also auch gedrückt halten. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das ist glaube ich sogar... Ach so, Spyro ist da natürlich kein... Du benötigst einen Trapmaster, ja, kein Trapmaster. Element, um dieses Tor zu öffnen. Ich lebe schon seit Jahren in diesem Berg und ich habe nie gesehen, was hinter dem Tor liegt. Ich gehöre nicht zum schicken Magie-Element und sehen kann ich auch nicht. Aber ich habe von einem speziellen Hut da drin gehört. Du ach so, du hast einen Hut gehört. Dann ist alles klar. Ja, bringt uns aber leider nichts. Bringt uns leider nichts, da wir keinen Trapmaster haben.
Noch ein Mabu, dann können wir loslegen. Ja, dann holen wir den doch. So. Hi, howdy, Skylander. Ich stecke hier ein kleines bisschen fest. Ich weiß nicht genau, wie ich das geschafft habe, aber ich komme hier oben nicht weg. Kannst Ach so. Du vielleicht hier raufkommen und mich von Du bist gerade in das Allerhaus reingelaufen, aber bist jetzt auf einmal da oben und weißt nicht mehr, wie du runterkommst. Was ist das? Ein Schurken. Schurken. Ja, immer doch. Auf damit. Und. Okay. Auch eine coole Attacke. Aber wir wechseln wieder. Das ist nicht das Nein! Okay, Skylander. Ich bin bereit für die Arbeit. Wir sehen uns draußen. Wer haben wir denn da? Das ist, glaube ich, ein Trapmaster. Möchte ich sagen. Ja, aber den habe ich leider nicht. Also das sind... Also diese Seelendinger sind, das sind, ja, Skills für die Charaktere. Würde ich so einen gerne mal für Spyro endlich finden. Dass der vielleicht noch was Neues lernt. So. Okay, erster Punkt der Tagesordnung. Das Tor öffnen, das uns daran hindert, dem Trumpy Mage die vier Buchstaben zu versohlen. Na los! Ja! Was ist das? Muss man eine Bombe irgendwie reinlegen? Ah, aber wie? In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements. Oh, legen wir los! Trolle. Der ist irgendwie geschützt da, der im Roboter. Zeit für ein wenig Gerangel! Niemals nachgeben! Ja, niemals Zeug liegen lassen. Da hätten wir es fast. So. Keine Ahnung, wie sich durch das Reindrehen der Spule die große Tür öffnen ja. soll, aber vielleicht kannst du ja noch mehr reindrehen. Und ihr, Mabu-Streitkräfte, wie wär's, wenn ihr eine Brücke für unseren Skylander-Freund hier baut? Na, das ist doch nett. Ich wette, der Trumpy Mage ist im Innern dieses Berges. Aber selbst wenn nicht, wäre es trotzdem cool, da reinzugehen. In dieser Zone sind Skylander des Technologieelements stärker. Was ist das denn? Ach, das sind Bomben. Ah! Ich bin es, der Chompy Mage. Und ihr seid keine Chompies. Daher mag ich euch nicht. Ich mag auch keine Brücken. Na toll. Und ich bin etwas in Eile. Ich muss den anderen Schicksalsräubern von diesem komischen Draptanium erzählen. Also halt still, während ich dich wegsprenge. Es geht los. Finde ich aber nicht gut. Ah, was ist denn, Skylander? Wirst du nicht gern gesprengt? Nö. Ach so. Ach so, wir müssen es verschieben. Vorsicht da unten! Oder auch nicht? Da! Ah, von meiner eigenen Kanone erwischt! Das ist unfair! Und Abwurf! Nein!
Achso, die bringt mir nichts. Nein. Vorsicht da unten! Oder auch nicht! Also, ich muss dich jetzt wirklich sputen, aber wenn wir uns wiedersehen, dann lasse ich dir keine Kanonen da, mit denen du auf mich schießen kannst. Na los, Jungs, bauen wir noch eine Brücke. Fühlt sich gut an. Also, auch interessant, wie die einfach meine Brücke aus dem Nichts erschaffen. Und du sei still, du blöde Schaf. Ach, da ist der Roboter. Cruiser, Cruiser. Gib Ruhe. Au, 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 halt. Alter. Immer nur linear bewegen. Oh, deine Technik versagt. Gnadenstoß. Wrecked, kleine Bitch. Eine Technologiefalle. Auch diese habe ich nicht. Belohnung 200. Neuer Himmelstein. Haben wir irgendwas zum Healen? Warte mal. Drüben war, glaube ich, was zum Healen noch. Ja. Jawohl. So, da geht's wahrscheinlich weiter. Ah ne, hier geht's nur zu der Statue. Dann können wir das auch gleich mitnehmen. Gut, da hätten wir uns auch healen können. Was denn? Becher. Und ist noch irgendwas? Ne. Drehen wir das Ding mal rein. Um Blitz! Das stimmt. Ich kann dich noch sehen. Sieht aus, als wäre die große Tür bald offen. Finde einfach die nächste Spule. Und wieso steht ihr hier rum, Mabu-Streitkräfte? Halt. Ah, okay. Dann geht's da eigentlich weiter, aber dann müssen wir nochmal zurück. Da war nämlich links auch noch was. So, wo geht's denn hier hin? Ach, wieder eine Aufgabe. Becher 15. Mhm. Hilfe! Es gab einen Einsturz und meine Bergleute sind gefangen. Ich wollte sie durch Singen rausholen. Durch Singen? Das war nichts. Momentan kann sie wohl nur noch so einen Bruiser-Cruiser retten. Ja, toll. Bloß kein Singen mehr. Den haben wir aber leider nicht. Den hätte man jetzt hier bekommen, aber... Nein, Spyro ist da komplett machtlos. Keine Chance. Da kommen wir nicht durch. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann flattern wir hier noch ein bisschen rum. Zu erkunden haben wir ja nichts mehr.
Wir auch gleich da sein. Ich geb Ruhe, Schaf. So, dadurch konnte ich jetzt die mitnehmen. Weil wenn ich jetzt hier nochmal lang fahre. Hä? Ah ja. Was ist das denn? Der darf also nicht ins Feuer, oder wie? Ja. Das war jetzt noch einfach. Ah, es gibt auch ein paar Münzen. Ich hatte keinen Zweifel. Ja, toll. In dieser Zone sind Schurken stärker. Was ist hier stärker? Wie, oder was? Das wäre genau mein Element. Ah, die. Da muss ich auch nicht hin. Wow. Miau. Au. Ah, da kommen die nächsten. Noch runter. Ach, die können sich heilen. Ach so, du bist also ein Healer. Brokkoli Heini. Zu dir, Kumpel. Gerne heilst. Soll mich auch heilen. Niemals nachgeben. So. War's das schon. Ja, ist glaube ich auch ein passender Zeitpunkt. Mach mal gleich an der Stelle hier wieder ein kleines Päuschen. Danke euch fürs Zusehen und ja, haut rein.